Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, heute geht es auf eine Ausstellung und zwar nach Zeuthen. Ausstellung war schon im Oktober, es sind schon einige Videos dazu erschienen auf anderen Kanälen, dazu kommen wir dann noch. Ich bin ein bisschen spät dran, aber bei mir gibt es heute das Ganze nicht nur zum Sehen, sondern auch mit Erklärung. Und das war so eigentlich das Thema, nämlich 70 Jahre S-Bahn. Allerdings nicht 70 Jahre S-Bahn in Berlin, die ist ein bisschen älter, sondern 70 Jahre Strecke, S-Bahn-Strecke nach Königs Wusterhausen. Ja, diese Ausstellung, die wir hier sehen, ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, so in der Anfangszeit meines Kanals, die findet alle paar Jahre statt und ja, dann findet man sich hier halt zusammen und füllt dann sozusagen eine große Turnhalle mit Modulen. Ja, das Video übrigens ist so eine Art, sagen wir mal, unfreiwillige Zusammenarbeit, weil es hier einen Kollegen gab, und zwar ist das der Betreiber des Kanals Eiserne Tube, der hier eine Kamera mit hatte, die er mit dem Zug hat mitlaufen lassen. Und da sind also einige Aufnahmen gestellt worden, also einmal für Immer schlecht gelaunt und dann noch für die Schlesische Bahn. Das sind also die Kanäle, die ich jetzt hier mal oben nacheinander verlinke, während wir hier um die Gärten gucken, über die Gärten gucken und hier die E70 gerade hier rund zieht. Das ist übrigens mit dieser Kamera aufgenommen, die wir jetzt hier auch im Bild sehen. Ja, und hier haben wir gleich zwei Baureihen im Bild. Also einmal der ET89 Rübezahl und die Lok, die da steht, ist eine E91-3. Ja, das, was wir hier sehen, ist auch Geschichte der Berliner S-Bahn, die zu dieser Zeit noch Berliner Stadtbahn hieß. S-Bahn hieß ja erst seit 1930. Und zwar sehen wir hier ein Triebgestell, was also diesen Wagenzug vorgespannt ist. Der Führerstand befindet sich dann im Wagen dahinter, wo also die beiden Stromabnehmer drauf sind. Das Ganze nannte sich EB1 bis EB3. Wer jetzt hier das Modell herstellt, kann ich leider nicht sagen, dass so kompetent bin ich leider nicht in Sachen Elektrofahrzeuge. Ja, und dann haben wir uns mal auf die Lauer gelegt und lassen hier die Züge an uns vorbeifahren. In dem Fall ist es jetzt die E70 mit einem Kohlezug. Die E70 haben wir ja vorhin schon mal gesehen, wie sie da rangiert ist. Ja, und dann haben wir hier die E91, die gab es von Rocco in einer preußischen und einer bayerischen Variante. Das hier ist die preußische Variante, die auch viel, viel seltener zu finden ist. Ja, mit dem gemischten Güterzug natürlich. Ja, und hier sehen wir einen ziemlichen Exoten, das ist eine E49, die ist also bloß zweimal gebaut worden, stammt aus der Anfangszeit der Elektrotraktion und ist auch relativ zeitig ausgemustert worden. Ja, Modell ist natürlich Kleinserie, das sowas traut sich natürlich kein Großserienhersteller ran. Hier der gleiche Zug nochmal auf dem Rückweg, weil es so schön war. Ja, auch ein bisschen Epoche gemischt, wie ich gerade sehe. Die vierachsigen Abteilwagen, die hier dranhängen, die sind eben für die Eilzüge viel genutzt worden. Die sogenannten 1000-Fensterwagen. Ja, und hier das Rocco-Modell der E17. Die E17 ist ja in einer etwas größeren Stückzahl gebaut worden und hat vor allem im Bergland viele Schnellzüge befördert auf den elektrischen Strecken. Ja, und dann haben wir hier die E77 vor einem Kohlezug.
Ja, die Lok ist von Brava, allerdings bietet Brava auch nur die bayerische Variante an. Die schlesische Variante ist hier entstanden, indem sozusagen der Führerstand umgebaut wurde. Das ist auch, glaube ich, 3D-Druck. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob der ganze Führerstand oder nur, also das ganze vordere Teil oder nur der Führerstand, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, aber vielleicht erklärt das der Kollege mal auf seinem Kanal. Ja, hier nochmal auf dem Rückweg. Die Unterschiede sind meistens, dass bei den schlesischen Maschinen das mittlere Fenster, Führerstandsfenster fehlt und dass die bayerischen dann meistens den Übergang noch haben. Nachdem wir vorhin uns das Triebgestell angeguckt haben, was ja sozusagen ein sehr früher Vertreter des elektrischen Betriebs auf der Berliner Stadtbahn war, haben wir hier einen weiteren Vertreter. Und zwar den ET88. Hier wurde also versucht, Triebwagen zu bauen und die alten Stadtbahnwagen weiter zu nutzen. Hier aber nochmal auf dem Rückweg. Letztendlich hat man sich aber dagegen entschieden und dann eben hier diese S-Bahn gebaut, die wir eben heute noch kennen, mittlerweile als Museumsfahrzeug. Ja, und hier sitzen wir quasi wieder im Triebwagen oder in der Lok, in Wirklichkeit aber im Kamerawagen und sehen jetzt hier gleich links einen Zug vorbeifahren. Das ist sozusagen die Original Berliner Stadtbahn noch mit einer Dampflok dran. Und den typischen Stadtbahnwagen. Das ist eine Geschichte. Wir haben heute relativ wenig Dampfloks gesehen. Das ist ja hier der E-Lok-Teil. Der Dampflok-Teil dieser Ausstellung kommt dann in einem zweiten Teil dann hier noch auf dem Kanal. Ja, da es so viel Material war, habe ich das getrennt. Ja, hier wird schon mal vorgezogen. Ja, erstmal zurück, jetzt wird vorgezogen. Über das rot zeigende Signal hinaus. Triebwagen kommt wieder rein. ET88. Ja, und dann geht's los und wir fahren hier mal einen Teil der elektrischen Strecke ab. Wir haben das ja schon im letzten Video von Zeuthen mal gesehen. Da habe ich allerdings meine eigene Kamera, die mittlerweile den Geist aufgegeben hat, in den Zug gehangen, sodass man also den Zug noch sieht. Und hier haben wir eine Führerstandsmitfahrt. Die Qualität von dieser Kamera ist auch deutlich besser. Es ist ja auch zwischen den beiden Kameras ein bisschen Entwicklungszeit vergangen. Ja, wenn sich hier die Masten so krümmen, wenn sie näher kommen, da gibt es irgendein Programm, wo man das wieder entfernen kann, aber das ist mit meinem iTunes, da ist das nicht drin, also lasse ich es einfach so. Sind übrigens Oberleitungsmasten einer sehr alten Bauart, noch der preußischen Staatsbahn. Das ist ja hier eine Strecke, die Erweiterung der Strecke Berlin-Görlitz sein soll, also hier in Dreh, Quatsch. In Schlesien. Und deshalb fahren wir dann das gleiche in Jannowitz ein. Bahnhof bekannt durch den Kanal, immer schlecht gelaunt, den ich jetzt hier nicht nochmal verlinken kann, weil ich nur drei solche Links in das Video bekomme. Ja, was noch ein bisschen stört, ist, wenn es ein bisschen hin und her wackelt, wenn da irgendwo dann doch mal die Schiene nicht so, oder die Übergänge vor allem meistens doch nicht so sauber verlegt sind oder sich das Arrangement einfach in den ganzen Tagen der Ausstellung, das war hier glaube ich am letzten Tag, wo wir das hier gemacht haben, dann auch mal ein bisschen gesetzt hat. Also dann kann es schon mal sein, dass da die Übergänge nicht so ganz stimmen.
Ja, hier kommt noch mal das Triebgestell entgegen. Es ist eine sehr exotische Angelegenheit. Und dann gibt es ein grünes Signal. Und wir fahren in den Bahnhof Janowitz ein. Ja, da endet dann leider diese Sequenz und auch der Videoteil dieses Videos. Klingt das ein bisschen komisch, weil wir haben jetzt noch so ein paar Fotos quer durch die ganze Halle. Es beginnt im Schattenbahnhof. Zeigt dann hier ein paar Fahrzeuge. Sie sind eine E18, haben wir nicht fahren sehen. Dann haben wir hier sogar mal eine Dampflok. Das ist dann noch was für den nächsten Teil. L70, E49. Dann gab es einen wunderschönen Bahnhof Halbe, der sehr, sehr detailliert und sehr, sehr liebevoll gestaltet war in der Epoche 1. Und dann haben wir hier gleich wieder Epoche 3 oder 4. Bahnhof Königs Wusterhausen. Von der anderen Seite, das ist die Schwarzkopf-Lokfabrik. Hier wieder ein paar schöne Gärten. Also Gärten waren, wer Anregungen für Gärten brauchte, der hatte dort wirklich sehr, sehr viel. Da auch eine Parteiversammlung. Ein etwas modernerer S-Bahn-Wagen, hoffe ich. Das kann Mist erzählen. Die Dinger weiß ich nicht, ob ich die schon mal je gesehen habe. Dann sind wir hier wieder zurück in Halbe. Die feine Dame begibt sich aufs stille Örtchen. Schmöckritz Eichwalde, auch in Epoche 1 gestaltet. Ja, und dann haben wir hier den Bahnhof Wildau. Da hat sich auch ein bisschen was bewegt auf dem Bahnsteig. Da habe ich leider keine Videoaufnahme. Das ist also der Bahnhof, wo also diese Schwarzkopfwerke nachgestellt sind. Schöne Ernteszene. Eine schöne Straßenszene, wieder eine Epoche später. Ja, geht es immer munter durch die Epochen, weil natürlich jeder Bahnhof in einer anderen Epoche gestaltet ist. Die also auch verschiedene, naja, Fertigkeitsstadien hatten. Ne? Also manche waren eben noch Sachen blank ohne Geländegestaltung. Ja, Gärten, Gärten, Gärten. Also wie gesagt, hier haben wir dann mal einen Hafen. Das ist, glaube ich, Königs Wusterhausen. Bahnhof von Niederlehme. Ja, hier liegt da das Schild hier, Modulübergang regulieren. Ja, es geht mit Bildern ein bisschen durcheinander. Das müsste wieder Halbe sein, wo hier die Feuerwehr im Kutschwagen anrückt. Ja, und dann sind wir wieder in Janowitz und haben hier eine Brücke mit diesem Feldbahngleis unter der Brücke, was übrigens heute immer noch so aussieht. Also man kann bei Google Street View reingucken, das sieht noch so aus. Also dieses Gleis gibt es noch. Und hier haben wir die Kohleverladestelle, die ja immer schlecht gelernt in seinen Videos dann noch präsentiert hat, wie er sie gebaut hat. Und wir sind hier am Ende des Videos. Ich danke für die Aufmerksamkeit, hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, ihr freut euch auf den zweiten Teil, wo es dann um den Dampfbetrieb geht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.